Ja, hallo, meine sauren Superhelden und herzlich willkommen wieder mal zu einem neuen Testvideo mit der dritten neuen Sorte von den Haribo Super Marios. Ja, ich habe ja schon die anderen beiden Sorten für euch getestet mit Fruchtgummi und Schaumzucker und die Veggie-Variante. Hier haben wir jetzt auch einmal, ja, normales Fruchtgummi, allerdings soll es sauer schmecken. Und ich bin schon mal sehr gespannt. Wir haben hier wieder diese unterschiedlichen Figuren. Es sind alles irgendwie dieselben. Und ich bin ja jetzt nicht so der saure Fruchtgummi-Freund. Was ich ganz interessant finde, ist, dass hier dieser saure Zuckermantel, also ihr wisst ja alle, bei saurem Fruchtgummi, da ist ja immer so ein Zuckermantel außen drum. Der ist hier jetzt mal nicht gegeben. Also wirklich mal was komplett anderes. Auch ohne Schaumzucker. Ihr könnt das hier sehen. Und ich bin gespannt, ob sie wirklich sauer sind. Nö. Rot war überhaupt nicht sauer. Der hat genauso geschmeckt wie der aus der normalen Haribo Fruchtgummitüte. Gelb und Grün haben wir jetzt hier nochmal. Andere Farbvarianten gibt es auch nicht. Leute, ich gebe mir wirklich Mühe. Aber es ist echt überhaupt nicht sauer. Also wirklich gar nicht. Gelb, Zitrone nochmal. Es tut mir leid. Es ist fruchtig süß. Und wenn ich das mit verbundenen Augen essen würde, würde ich nicht darauf kommen, dass das sauer sein soll. Ja, also ich habe keine Ahnung, warum da sauer drauf steht, wenn da wenigstens noch eine saure Füllung drin wäre. Aber sie sind nicht mal gefüllt, Leute. Sie sind nicht gefüllt. Es schmeckt langweilig. Es schmeckt nach typischem Haribo-Fruchtgummi. Es ist keine neue Geschmacksrichtung. Es ist nicht sauer. Sie schmecken eigentlich genauso wie die anderen von Haribo, Super Mario. Nur, dass man hier vielleicht keinen Schaumzucker unten drunter hat. Es ist wirklich Verarsche, Leute. Es muss nicht sein. Ich bekomme auf jeden Fall keine Empfehlung von mir. Sie kriegen auch nur 2 Punkte. Ich finde sie nicht gut. Also nee. Also wirklich nicht. Ich bin auch. Sie sind nicht interessant. Ich finde sie vom Design nicht gut. Ich finde sie langweilig. Es sind langweilige Motive. Es sind langweilige Farben, Geschmacksrichtung. Dennoch nicht mal sauer. Also eigentlich haben sie nur 1 Punkt verdient, aber ich gebe trotzdem 2. Ihr könnt sie ja trotzdem testen und mir sagen, ob ihr das genauso empfindet wie ich oder ob ich da einfach ein bisschen empfindlich bin. Ich habe keine Ahnung. Ich freue mich von euch zu hören, Leute. Bis bald. Tschüss.